Hallo, ich bin Elisabeth Janssen von der Max-Eid-Schule und meine Mitschüler und ich werden heute ein Interview durchführen mit Herrn Oppert. Er wird sich gleich auch noch selber vorstellen. Wir nehmen am Seminarkurs Juniorfirma teil und unser Partner bei dem Projekt ist Wolf und Müller. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit und interviewen deswegen verschiedene Bezugsgruppen von Wolf und Müller über ihren Beruf und wie sie Nachhaltigkeit in ihrem Job erfahren. Dazu haben wir uns heute Herrn Oppert geholt und ja, Sie könnten sich vielleicht einfach kurz mal vorstellen. Ja, mein Name ist Hubert Nupper, ich bin 57 Jahre alt und ich bin Geschäftsführer einer Firma. Die Firma heißt Aktivhaus und wir bauen Häuser aus Holzmodulen. Also wir sind im Holzbau tätig und das sind aber jetzt nicht einfach Wände oder Decken, die wir herstellen, sondern wir lassen ganze Module produzieren, die sind komplett ausgebaut und bringen die dann auf die Baustelle. Und ich selber bin Geschäftsführer bei Aktivhaus und seit 2,5 Jahren oder über 2 Jahre jetzt bei Aktivhaus. Da kann ich nachher noch was dazu sagen, auch zur Verbindung zu Wolf und Müller. So, unsere erste Frage wäre dann, was macht Aktivhaus genau und was sind quasi die Kernkompetenzen? Also, da sieht man schon mal Aktivhaus, die Zukunft des Bauens und worum geht es bei uns? Es geht einfach darum, dass ich sag mal, auf der Welt 7,4 Milliarden Menschen leben. Davon sind 2 Milliarden, also ein ganz hoher Anteil, ist jünger als 16 Jahre alt oder weniger als 16 Jahre alt. Also sind wirklich Kinder. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, ja, was wird in den nächsten Jahren passieren? Alle diese Menschen brauchen ja irgendwie Wohnungen, Arbeitsplätze, Infrastruktur. 2 Milliarden Menschen mit jünger als 16 Jahre ist ja schon wirklich eine ganze Menge. Wenn man sich das überlegt, 2 Milliarden, das ist nämlich die gesamte Weltbevölkerung von 1930. Ja, und seither ist ja die Bevölkerung auf 7,4 Milliarden angewachsen. Und wenn man sich jetzt überlegt, 2 Milliarden in 1930, das heißt ja, dass wir im Prinzip in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren diese Welt von 1930 nochmals bauen müssen. Und wenn man dann anschaut, wie ist eigentlich bisher, wie hat man bisher gebaut, mit welchen Materialien und wie hat man das Ganze eben auch, diese Gebäude erstellt, ja, und das dann umrechnet, dann würde man so viel Baumaterial benötigen, um für diese Menschen, für diese jungen Menschen, Wohnungen, Arbeitsplätze und so weiter zu schaffen, dass das Material gar nicht da ist. Das ist eigentlich die Idee von Aktivhaus und deshalb gibt es den Herrn Professor Sobeck, das ist ein Professor, der in Stuttgart an der Universität lehrt, der ist auch einer der Gesellschafter von Aktivhaus. Er sagt, es ist höchste Zeit, das Bauen neu zu denken, wie eigentlich die Bauindustrie, also das Bauen heute die Umwelt belastet. Ja, und da sieht man eben, dass 35% der CO2-Emissionen, 35% des fossilen Energieverbrauchs, 50% des Müllverbrauchs, ja, also wirklich ganz, ganz viel Müll, der in Deutschland produziert wird, ist eigentlich Baumüll, ja, der von Baustellen rührt oder vom Bauen her rührt. Und 60% der Ressourcen wird eben durch die Bauindustrie verbraucht werden. Ja, und das ist eigentlich so unser Prinzip, unsere Idee, dass wir sagen als Aktivhaus, wir müssen jetzt einfach schauen, wir haben ja keine unendlichen Ressourcen, wir haben eine Welt und dann müssen wir eben schauen, wie wir diese Ressourcen besser nutzen können und wir eben einfach nicht mehr so weiterbauen können wie bisher. Die Häuser müssen leichter werden, die Häuser dürfen nur weniger Ressourcen verbrauchen, sie müssen langfristig haltbar sein, aber auch das Thema Rezyklierbarkeit. Also die müssen wiederverwendbar sein, die Baustoffe, die man einsetzt. Und es sollen vor allem keine CO2-Emissionen entstehen. Das ist eigentlich so das, die Idee hinter Aktivhaus, was uns antreibt. Und das ist ja etwas, wo wir sagen, so wie wir bauen, das ermöglicht unseren Kunden, also unsere Kunden, das sind Unternehmen, die Wohnungen praktisch bauen und dann im Bestand halten und selber auch vermieten. Also Firmen, das nennt man Unternehmen der Wohnungswirtschaft. Wie ermöglicht es dann diesen Unternehmen der Wohnungswirtschaft eben verantwortungsvoll zu bauen? Und unsere Vision ist, dass wir eben ein Minimum an Ressourcen verbrauchen, energetisch autark sind, keine schädlichen Emissionen produzieren und das Ganze eben, was wir bauen, soll recycelbar sein. Ich selber war zuvor, bevor ich hier zu Aktivhaus gewechselt habe, 13 Jahre auch bei Wolf und Müller beschäftigt. Und Aktivhaus
bist zu Wolf und Müller gekommen. Eben, das ist jetzt über eben fast 3 Jahre her mit dieser Idee. Und es gab auch schon erste Projekte, wo man so mit diesen Holzmodulen gebaut hat. Und hatte aber festgestellt, es ist sinnvoll, einen Partner zu suchen, der wirklich auch nicht nur sich im Modulbau auskennt, sondern wenn man ja ein Gebäude erstellt, kann man ja ein Modul nicht einfach nur auf eine Erde stellen, sondern ein Gebäude hat ja häufig auch, man braucht eine Bodenplatte oder einen Keller oder wenn es große Gebäude sind, auch eine Tiefgarage. Ja, und das ist das, was eben Wolf und Müller sehr gut kann, sehr gut erstellen kann. Und Aktivhaus wiederum hat eben so einen Partner gesucht, der helfen kann, dass Aktivhaus seinen Kunden nicht nur ein Modul anbieten kann, ja, also dieses Holz aus Holzrahmenbauweise, sondern eben auch wirklich ein ganzes Gebäude mit Keller, mit Tiefgarage, allem, was dazugehört. Und so ist es eben gekommen, oder das hat dazu geführt, dass Wolf und Müller sich da beteiligt hat, weil Wolf und Müller das sehr, sehr interessant fand, auch diese Idee, dieses nachhaltige Bauen, das Konzept des nachhaltigen Bauens. Und ich selber war ja da auch bei Aktivhaus, nicht bei Aktivhaus, ich war bei Wolf und Müller. Mich hat es sehr begeistert auch, also diese Idee. Und es hat eben dazu geführt, dass ich dann auch dann im Zuge, als sich Wolf und Müller beteiligt hat bei Aktivhaus, ich dann auch gewechselt habe und wie gesagt, mich selber auch etwas beteiligen durfte. Wir haben jetzt gehört, dass Sie schon sehr lange mit Wolf und Müller zusammenarbeiten. Wie ist es denn, mit Wolf und Müller zusammenzuarbeiten? Also für uns ist die Zusammenarbeit sehr wichtig, Wolf und Müller, weil wir als Aktivhaus, wir sind ja ein junges Unternehmen. Also 6 Jahre ist jetzt für eine Firma nicht so arg lang, ja. Und wir haben ja schon was vor auch. Wir wollen wirklich auch wachsen und auch interessante Projekte machen und gute Projekte machen. Und Wolf und Müller hilft uns da sehr, weil es da wirklich sehr, sehr viel Know-how gibt. Und die unterstützen uns auch sehr. Also wir machen Projekte gemeinsam. Ja, das heißt, wir sind diejenigen, die sich mit den Holzmodulen auskennen und diese Module eben auch planen. Also wir haben eine Planungsabteilung auch und Wolf und Müller, die tun eben die ganzen anderen Sachen kalkulieren. Die haben Bauleiter auch vor Ort, wenn dann ein Projekt in die Umsetzung kommt und gebaut werden soll. Also das ist eine sehr enge Zusammenarbeit. Für uns, sage ich mal so, ist es schon auch anstrengend. Ihr habt ja gefragt, wie ist es denn, mit Wolf und Müller zusammenzuarbeiten? Es ist fast immer gut. Manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend, weil das ziemliche Profis sind. Ja, wir sind eine ganz junge Firma. Ja, wir sind nicht immer so professionell, ja, aber wir verstehen uns also wirklich gut und wir finden auch immer Lösungen. Und wie gesagt, wir arbeiten in ganz, ganz vielen Projekten eigentlich mit Wolf und Müller zusammen, fast in allen Projekten. So, dann würde uns interessieren, wieso Sie Wolf und Müller über ein anderes Bauunternehmen gestellt haben. Also, was an Wolf und Müller überzeugend ist, dass Sie sich für Wolf und Müller entschieden haben. Ja, also ich selber war ja bei Wolf und Müller und als Aktivhaus dann sich überlegt hat, dass es gut wäre, wenn sie wirklich eine Baufirma hätte, die sich beteiligt an dem Unternehmen, haben sie sich tatsächlich auch umgeguckt nach anderen Unternehmen, haben geschaut, wen gibt's. Und ich glaube, es gab 2 oder 3 Gründe, die ganz wichtig waren. Also ein Grund war zum Beispiel, dass Aktivhaus den Sitz in Stuttgart hat. Also wir sitzen in Degerloch oben und Wolf und Müller ja auch den Sitz in Stuttgart hat, dass man wirklich auch nahe beieinander ist. Und das Zweite war aber schon auch, dass Wolf und Müller wirklich ganz, ganz starkes Interesse hatte, auch an dem Produkt, an dieser Idee. Und für sich da auch, ja, auch gesagt hat, das passt sehr, sehr gut in die Strategie von Wolf und Müller. Und das hat man einfach gespürt. Oder meine Kollegin Stefanie Fiederer, die jetzt heute nicht da ist, aber ich arbeite jetzt seit 2 Jahren mit ihr zusammen, die hat es auch gesagt, dass sie das einfach gespürt haben bei Aktivhaus, dass Wolf und Müller da richtig Interesse hat und auch an dem Thema und den Inhalten auch von Aktivhaus, das, was Aktivhaus wichtig ist, dass das auch dass das sehr so auch rübergekommen ist, dass es wirklich auch ein ernsthaftes Interesse ist. Und so hat sich dann Wolf, ich glaube, es gab noch 1 oder 2 andere Firmen, die auch so Interesse hatten, aber am Ende ist eben Wolf und Müller dann der Partner gewesen, der da einfach am besten gepasst hat. Wir haben jetzt viel über Wolf und Müller geredet und über Nachhaltigkeit. Wie erleben Sie das Thema Nachhaltigkeit in Ihrem beruflichen Alltag, vor allem bei der Zusammenarbeit mit Wolf und Müller? Also grundsätzlich ist es gut, dass also ist bei Wolf und Müller schon ein Verständnis von Nachhaltigkeit da. Ja, so dass wir mit den Interessen, die wir haben,
da schon auch Gehör finden. Es ist natürlich schon so, dass das Thema Nachhaltigkeit ja nicht immer sogar so ganz einfach ist. Ja? Es ist, manchmal muss man sich vielleicht andere Lösungen überlegen oder man darf bestimmte Produkte möchten wir nicht verwenden. Ja, also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Sehr viele Fenster sind aus Kunststoff, werden sehr häufig eingebaut. Also wir machen zum Beispiel keine Fenster aus Kunststoff bei unseren Häusern. Also es sind immer Holzfenster und die sind aber auch ein bisschen teurer als ein Kunststofffenster. Deswegen werden ja so viele Kunststofffenster gebaut oder verbaut, weil das einfach auch das günstigste ist. Und man muss natürlich dann auch bei anderen Themen, ja, man muss dann immer gucken, das ist dann schon etwas teurer, ja, dass wir eben auch, sagen wir, diese Lösung dann auch, jetzt bei Wolf und Müller oder auch mit unseren Kunden, dass wir auch bereit sind, da auch den Weg mitzugehen und auch das Geld dafür zu bezahlen. Das ist immer so ein wichtiger Punkt. Wolf und Müller selber, wie gesagt, hat eigentlich schon da auch wirklich Interesse und da ist ja eigentlich die Zusammenarbeit positiv. Und wenn wir dann so Punkte bringen und sagen, nee, das können wir aber so nicht machen, weil bei uns, bei Aktivhaus, wir machen zum Beispiel auch keine PVC-Böden. Also wir machen nur Böden aus Naturmaterialien, solche Sachen. Also das versteht dann auch die Mitarbeiter von Wolfmüller, ja, weil sie schon das Thema Nachhaltigkeit dann schon auch schon mal gehört haben oder auch kennen, weil sie eben auch selber bei Wolfmüller, ich war ja früher dort auch als Mitarbeiter, immer wieder diese Themen ja auch. Gibt es ja auch immer wieder Vorträge dazu oder es gibt Berichte und es wird auch immer wieder berichtet darüber und so, weil das Thema einfach präsent ist. Wolf und Müller hat ja einen ziemlich großen Nachhaltigkeitsbericht. Mhm. Die Frage ist, ob Sie ihn kennen und vielleicht sogar gelesen haben. Das ist eine sehr gute Frage. Ich selber war, als ich bei Wolf und Müller war, für die Nachhaltigkeit mit zuständig. Und ich glaube, auf den ersten Nachhaltigkeitsbericht mit der Frau Wedel zusammen gemacht, beziehungsweise die Frau Wedel hat da sehr, sehr viel gemacht, waren eigentlich inhaltlich das meiste, aber ich habe mich da mit sehr, sehr eng und stark beschäftigt. Und wir sind ja auch der Windcharta beigetreten. Diese Windcharta ist ja so eine Selbstverpflichtung, wo sich ein Unternehmen verpflichtet, wirklich auf Nachhaltigkeit zu achten. Und dann auch Schwerpunktthemen festlegt und so weiter. Und da war ich damals, als ich schon bei Wolf und Müller war, noch eben ganz, ganz eng in dieses Thema eben involviert und mitverantwortlich auch. Ja. Also von daher kenne ich das ziemlich gut, ja. Halten Sie es persönlich für wichtig, dass große Bauunternehmen wie Wolf und Müller mehr Ressourcen in Nachhaltigkeit investieren? Ja, also ich finde es sehr wichtig. Ich habe auch deshalb jetzt, sagen wir, diese Folien auch am Anfang gezeigt. Also wenn wir über CO2-Ausstoß spricht, dann reden wir ja ganz, ganz viel über den Verkehr. Und aber sagen wir, Gebäude oder auch die Bauindustrie bei der Erstellung der Gebäude wird ja ganz, ganz viel auch CO2 oder viel mehr noch ausgestoßen. Und deshalb ist es wirklich wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und es wird ein großes Thema sein, auch die nächsten wirklich Jahre oder Jahrzehnte. Es gibt ja das Pariser Klimaabkommen, ja, und ein Ziel, dass die Erderwärmung maximal anderthalb, sollte ja maximal anderthalb Grad die nächsten Jahre eben sein, nächsten. Also es ist bis 2050, glaube ich, oder 2040. Und um das zu erreichen, ist ja dieses Äquivalent in Tonnen CO2-Ausstoß gerechnet worden. Wie viel CO2 darf man ausstoßen? Und wenn man eben sieht, also für uns ist es eben so ein Thema, dass wir uns überlegen auch zum Beispiel, wie viel CO2 wird ausgestoßen bei einem Gebäude. Also wir haben jetzt ein großes Projekt, was wir mit Wolf und Müller machen. Und da haben wir dann so eine Studienarbeit, also es ist eine Studentin gewesen, die ihre Masterarbeit dann darüber gemacht hat, um mal zu rechnen, wie hoch ist der CO2-Ausstoß bei diesem Projekt, ja, mit Holzgebäude, mit, aus Modulen und wie hoch wäre der CO2-Ausstoß, wenn ich das klassisch mit Beton eben bauen würde, das ganze Gebäude. Und das ist ein ganz klarer, ganz, ganz wichtiger Trend, der die nächsten wirklich Jahre uns, euch auch ganz, ganz stark beschäftigen wird und heute noch viel zu wenig beachtet wird, ganz klar. Wie stellen Sie sicher, dass Projekte, die Sie bei Aktivhaus leiten, dass die auch wirklich nachhaltig sind und die zukünftigen Generationen auch nicht gefährden? Ja, indem wir uns, sagen wir, schon mit dem Thema
Nachhaltigkeit beschäftigen. Das ist dieses Projekt. Es sind mehrere Wohnhäuser, die in Bad Cannstatt beim Klinikum errichtet werden. Das sind also Wohnungen für Pflegekräfte, die in der Klinik arbeiten, und das ist komplett aus Holzmodulen erstellt. Und dieses Projekt, da haben wir eben diese Masterarbeit gemacht und haben das dann untersucht, wie ist der Energieausstoß. Man muss ja wissen, dass heute, wenn man ein Gebäude erstellt oder wenn man den Lebenszyklus eines Gebäudes anschaut, ja, von der Erstellung, sagen wir mal, dann wird es ja 50 Jahre genutzt, ja, bis zum Ende der Nutzung. Die gesamte Energie, die dieses Gebäude benötigt, ja, da ist eigentlich 50%, die Hälfte davon, dieser Energie, wird für den Bau des Gebäudes benötigt. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich eben einmal beim Bauen einspare, ja, Energie einspare und auch Emissionen einspare, vor allem auch Emissionen einspare. Und das Zweite ist der Betrieb. Jetzt bei diesem Gebäude, das sieht man auch hier so ein bisschen angedeutet hier, zum Beispiel, das ist die Südfassade, das ist eine Solarfassade und das ist ein Gebäude, wo ganz, ganz viel Solarenergie eben drauf ist. Hier sieht man mal von oben, wenn man von oben nach unten schaut, sieht man eben überall, dass hier PVT, also Solarkollektoren, auf dem Dach sind. Das sind gar keine normalen Kollektoren, also es ist nicht nur keine Photovoltaik-Kollektoren, sondern das sind Kollektoren, auch thermische Kollektoren, mit der auch Wärme erzeugt wird und Strom. Und das Gebäude ist so ausgelegt und diese Energie ist so ausgelegt, die Energieerzeugung, dass hier in diesem Quartier, also es sind insgesamt 6 Gebäude, also ein ganzes Quartier, dass mehr Energie übers Jahr gesehen erzeugt wird, als dieses Quartier selber verbraucht. Ja, und das sind, denke ich, zwei so ganz wichtige Punkte oder ja, kommt noch ein dritter dazu, also dass man wirklich schaut, die Energie nachhaltig erzeugen, dass man wirklich schaut, dass man Emissionen verringert. Also beim Bauen zum Beispiel, eine Tonne Zement, für eine Tonne Zement werden 330 Kilogramm CO2 freigesetzt. Das muss man einfach wissen, ja. Also das ist zum Beispiel so ein Wert, dass man sagt, wenn ich eine Tonne Beton habe, in einer Tonne Beton sind 330 Kilogramm CO2 dann praktisch werden da freigesetzt, ja, dass ich mich mit solchen Themen mich beschäftige und dann überlege, wie kann ich diese Emissionen verringern? Gibt es andere Baustoffe oder kann ich das Verfahren ändern? Also Emissionen verringern, Energie nachhaltig erzeugen und der dritte Punkt ist wirklich dieses Ziel No Waste, also dass man praktisch am Ende des Zykluses dann eben sicherstellt, dass man Materialien verwendet, die man auch irgendwie recyceln kann, ja, also es wird zum Beispiel ganz, ganz viele der Gebäude werden ganz stark gedämmt. Also Dämmung, das ist eigentlich das, was außen aufs Gebäude draufkommt. Und das sind häufig so PE oder ja, also Kunststoffdämmungen. Und die werden geklebt. Ja, und das muss natürlich ein sehr, sehr guter Kleber sein, ja, weil das soll ja 50 Jahre halten. Das heißt aber, wenn ich so einen Kleber habe oder so eine Wand habe und dann so eine Kunststoffplatte aufklebe, und diesen Kleber habe, wenn ich das dann später das Gebäude abbreche, ja, dann kriege ich das gar nicht mehr auseinander. Also zum Beispiel Verbindungen, die kleben oder diese Kleber sind eher etwas, wo man versuchen sollte zu vermeiden, weil das dann später, man kann es einfach nicht mehr sortenrein trennen. Und wenn ich etwas recyceln möchte und ein Material sinnvoll verwerten möchte, dann muss ich es trennen können. Also dann muss ich es, sonst kann ich es nicht recyceln. Ja. Und das sind so Themen. Also diese drei Themen, Energie nachhaltig erzeugen, Emissionen reduzieren oder verringern und das dritte ist wirklich das Material auch so verbauen, dass es recyclingfähig ist. Das sind eigentlich die Punkte und das ist Nachhaltigkeit als in unserer Definition. Sie hatten gerade das Thema Recycling angesprochen und ich wollte fragen, was machen Sie bei Aktivhaus in Bezug auf das Thema Recycling? Also was genau recyceln Sie oder haben Sie da überhaupt irgendwas, was Sie als Firma recyceln? Ja gut, unser Unternehmen, wir sind 6 Jahre alt und so ein Gebäude, was wir bauen, soll 50 Jahre halten. Also von daher haben wir jetzt noch nicht so die ganz große Erfahrung, wie man das rückbauen kann. Aber wie gesagt, ich hatte schon gesagt, wir versuchen Klebeverbindungen zum Beispiel zu vermeiden. Also weil alles, was geklebt ist, ist ganz schwierig, eigentlich am Ende gar nicht mehr recycelbar. Und wir versuchen auch bei den Materialien, die wir verwenden, zu schauen, es gibt da jetzt immer mehr Baustoffe aus Recyclingmaterial oder aus rezyklierten Materialien. Also das gibt es schon. Und wir
Ganz konkret jetzt zum Beispiel, es gibt einen Hersteller, der Böden herstellt aus praktisch Kunststoffen oder Plastik, was aus dem Meer gewonnen wird. Also aus dem Meer gewonnen hat, das ist halt eben, man weiß ja, dass er da ganz, ganz viel Plastik auch in den Meeren praktisch ist. Und daraus gibt es eben einen Hersteller, der eben auch Böden herstellt. Also das sind so Kunststoff, also Teppichböden, ja, aus Kunststofffasern. Teppichböden sind ja häufig aus Kunststofffasern. Und das sind praktisch aus rezyklierten Kunststoffen. Das ist zum Beispiel etwas, was wir gerade untersuchen und überlegen, ob wir sowas bei uns zum Beispiel einbauen können oder als Bodenbelag verwenden können. Ja. Wir beschäftigen uns einfach mit dem Thema und gucken immer, was gibt es da, ja, und gibt es Möglichkeiten. Ja. Es ist nicht ganz einfach, weil es schon tendenziell so ist, dass diese Produkte dann in der Regel auch teurer sind, wie wenn ich jetzt, sage ich mal, ein klassisches Produkt nehme. Ja, weil diese klassischen Produkte sehr, sehr hohe Stückzahlen haben und seit vielen Jahren produziert werden. Und damit sind die einfach günstig pro Quadratmeter. Ja. Und neue Produkte, ja, wenn die jetzt starten und beginnen mit einer neuen Idee, dann sind es ja häufig noch nicht so große Produktionsmengen und dann sind die halt am Anfang auch immer teurer, diese Produkte. Und das ist dann schon so ein für uns auch schwierig oder eine große Herausforderung, dass wir, sagen wir, auch nicht zu teuer werden. Wir wollen ja, also unser Anspruch ist ja, wir wollen ja keine exklusiven Wohnungen bauen, sondern wir wollen Wohnungen bauen, die erschwinglich sind. Ja, also auch für die Mieter nachher erschwinglich sind und trotzdem gute und nachhaltige und ökologische Wohnungen sind. Ja, deshalb muss man immer gucken, ja, was kann man einsetzen, was ist da sinnvoll, was ist ökologisch sinnvoll, was ist und trotzdem eben nicht zu teuer. Und da gibt es keine, wie soll ich sagen, da gibt es nie eine endgültige Antwort drauf, sondern das ist eigentlich immer so ein laufender Prozess. Ja? Und da gibt es viele Dinge, die wir auch noch zu erledigen haben oder nicht zufrieden sind mit dem, was wir vielleicht heute einsetzen. Ich denke aber, dass es wirklich wichtig ist, dass man sich überhaupt damit beschäftigt. Weil meine Erfahrung ist, dass wenn man sich mit einem Thema beschäftigt und sich wirklich Gedanken drüber macht, dann findet man irgendwie eine Lösung auf. Ja, also ja, und aber die Voraussetzung ist eben, dass man sich überhaupt mal damit beschäftigt. So, Sie haben uns ja gerade ein sehr interessantes Beispiel für nachhaltiges Bauen gezeigt mit den Häusern. Das finde ich tatsächlich sehr interessant, weil ich wohne in der Nähe und habe mich immer gefragt, warum die so anders aussehen. Dazu wäre unsere nächste Frage dann, was Ihr nachhaltigstes Projekt mit Wolf und Müller zusammen war, was Sie je gebaut haben. Ja, also das ist ja jetzt noch nicht gebaut, da geht es im Sommer los. Das ist am Galgenberg heißt es, also am Priesnitzweg, Baumannweg, wo das Klinikum ist. Und das ist jetzt dieses Bild, hier, was man sieht, das ist vom Galgenberg runter. Also man sieht im Hintergrund, sieht man ja den Talkessel von Stuttgart. Und wir beginnen, also wir haben letztes Jahr uns an einem Wettbewerb beteiligt und ein Wettbewerb heißt, da werden mehrere Firmen angeschrieben, macht einen Vorschlag für eine gute Architektur. Wir brauchen so und so viele Wohnungen. Dann, also da wird dann beschrieben, auf was man achten muss und soll. Ja, und dann soll man das praktisch entwerfen und dann auch einen Preis dafür nennen. Und das haben wir gemacht, zum Beispiel auch mit Wolf und Müller, weil wir alleine könnten das gar nicht. Ja, wir können zwar die Architektur machen, wir können die Holzmodule planen, aber da ist auch eine Tiefgarage dabei. Das sind ganz viele andere Sachen dabei noch. Das hätten wir alles gar nicht alleine machen können. Ja, also haben wir das mit Wolf und Müller gemeinsam gemacht und wir haben diesen Wettbewerb gewonnen. Und da war auch der Kunde wirklich bereit, auch zu sagen, ja, ich möchte auch dann ein nachhaltiges Quartier machen. Und zum Beispiel diese Idee, dass wir hier alles mit Solarmodulen machen, das hat sich dann erst im Laufe des Projektes so entwickelt, dass der Kunde gesagt hat, ja, wenn ich so ein tolles Produkt habe aus Holzmodulen, ein nachhaltiges Produkt, dann möchte ich auch eine nachhaltige Energieerzeugung da reinbringen. Also am Anfang war das eben eine andere Energieerzeugung geplant. Da haben wir das eben mit ihm umgeplant. Und ja, jetzt ist momentan, wir erwarten die Baugenehmigung diesen Monat oder nächsten Monat. Also das muss ja, wenn man bauen möchte, auch einen Plan immer einreichen beim Bauamt. Und dann wird es geprüft und dann genehmigt. Und das erwarten wir, dass es jetzt genehmigt wird. Und dann soll es im Juli soll's losgehen mit Bauen. Ja, und das ist, denke ich, schon das nachhaltigste Projekt, was wir momentan machen, weil wir eben diese Energieerzeugung mehr als 100% des Bedarfs praktisch an Energie erzeugen. Und man sieht auch, das war für uns auch ganz interessant, ja, dass auch diese zum Beispiel diese Solarkollektoren, die da auf dem Dach sind,
als wir letztes Jahr begonnen haben, das Ganze zu kalkulieren und zu schauen und zu gucken, ja, wie viel Kilowatt kann ich zum Beispiel pro Quadratmeter Solarfläche erzeugen. Das ist auch interessant, dass sich diese Werte immer verbessern. Ja, also diese Module werden immer effizienter. Also ich kann heute, jetzt ein Jahr später, ist die Leistung der Module pro Quadratmeter, ja, ich glaube, 5 oder 10% höher, wie das, was wir vor einem Jahr, als wir begonnen haben, das erste Mal sowas damit anzufragen und beim Hersteller, beim Solarmodulhersteller anzufragen, wie viel Kilowatt er pro Quadratmeter produzieren kann. Ja, also da ändert sich auch was. Also diese Produkte waren immer besser und ich finde, das ist auch eine gute Entwicklung und es wird auch nur so weitergehen. Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort. Denken Sie persönlich, dass es möglich ist, auf der ganzen Welt nachhaltig zu bauen? Es gibt ja auch Länder, wo das ein bisschen schwierig sein könnte. Aber glauben Sie, dass das vielleicht in so 30, 40 Jahren möglich ist, dass man jedes einzelne Gebäude nachhaltig bauen könnte? Also ich bin der festen Überzeugung, dass sich das Bauen dramatisch verändern wird, weil es auch technische Möglichkeiten gibt, von denen wir heute jetzt noch gar nichts reden. Wir reden jetzt wirklich über 30 oder 40 Jahre. Und wenn ich 30, 40 Jahre zurückdenke, bin ja 57 Jahre alt. Ja, vor 40 Jahren war ich 17 Jahre alt. Da gab es kein Handy. Ja, irgendwie. Ne? Also und wenn man sich das überlegt, was sich da in 40 Jahren verändert hat, und das wird auch in 40 Jahren, ja, wird es sich auch wieder verändert haben. Also das wird sich dramatisch verändern. Ich sehe ganz stark auch die Notwendigkeit im Bau. Also es gibt zum Beispiel bestimmte Ressourcen, also Sand auch als Beispiel ist etwas, was man ja braucht, wenn man für den Beton neben dem Zement braucht man eben Sand und Wasser. Aber das ist eine Ressource, die wirklich knapp ist und wo heute schon zum Teil wirklich dieser Sand überall hin transportiert wird. Also in China ist Sand knapp. Also es muss sich ändern, es kann gar nicht so weitergehen. Also mit Wüstensand kann man ja zum Beispiel kann man nicht bauen. Ja, also wenn man sich das vorstellt, auch diese Gebäude, die in der Wüste gebaut werden, die müssen den Sand importieren, weil der Wüstensand ist ja so ein geschliffener Sand, ja, weil der ja ein ganz runder Sand ist, also die Körner sind ganz rund und damit kann man praktisch keinen Beton machen, also die müssen auch den Sand importieren. Das sind gewaltige Probleme. Und die Frage war natürlich, kann ich jedes Gebäude 30 oder 40 Jahren nachhaltig bauen? Ich würde mir das wünschen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass sich da ganz, ganz viel tun wird. Wie weit es dann wirklich ist oder sein wird, das kann ich heute nicht beurteilen. Aber ich bin schon auch jemand, der da ein Stück weit auch optimistisch ist. Ja, und der sagt, also warum, also es wird sich da viel tun. Und es wird auch viele gute Entwicklungen geben. Es gibt immer auch Entwicklungen, die schwierig sind, ja, wo es auch Probleme gibt. Aber ich denke schon und ich hoffe auch, dass da auch wirklich sich gute auch Produkte, gute Möglichkeiten auch entstehen und vor allem auch dieses Thema Recycling viel, viel stärker in den Fokus kommt. Und ich bin auch sehr sicher, dass wir die Energieerzeugung, dass wir zum Beispiel in 30 oder 40 Jahren kein Energieproblem haben werden, weil wir genügend Möglichkeiten haben aus regenerativen Quellen, den gesamten Energiebedarf zu decken. Also da bin ich absolut überzeugt davon, ja. Und wenn man eben gesehen sieht, was sich da in den letzten Jahren getan hat, wie effizient und effizienter auch diese Erzeugung von, gerade bei den Solarzellen, was sich da verändert hat, das ist unglaublich, ja. Und deswegen bin ich da schon auch optimistisch, auch wenn ich denke, manchmal manche Sachen könnten vielleicht oder es müssen einfach schneller gehen, ja. Sie haben jetzt ja schon lange mit Wolfmüller zusammengearbeitet und viele Projekte mit denen durchgeführt. Ist Ihnen irgendein Nachhaltigkeitsthema aufgefallen, mit dem sich Ihrer Meinung nach Wolfmüller noch nicht genug beschäftigt, von dem Sie sich wünschen würden, dass die das mehr einbeziehen und sich mehr darum kümmern und mehr Gedanken sich darüber machen? Also ein ganz wesentlicher Punkt ist schon, welches Material nutze ich? Ja, welche Baumaterialien nutze ich? Ja, dass man wirklich mal schaut, von der Masse her, welche Mengen. Ja, und ich denke mal, da ist schon ein ganz großer Teil ist Beton. Und das ist schon ein Baustoff, der problematisch ist. Jetzt ist natürlich Wolfmüller eine Baufirma und häufig wählen ja die Kunden, haben die Planung, die fertige. Und wenn da ein Haus in Beton geplant ist, dann hat Wolfmüller nicht unbedingt die Möglichkeit, jetzt zu sagen, nein, ich baue das nicht in Beton, ich will das in Holz bauen, ja, wenn es der Kunde nicht will, ja.
Aber es gibt natürlich vielleicht auch im Rahmen des Betons Möglichkeiten, ja, einfach zu gucken mit Recyclingbeton oder mit anderen, also sich mit den Dingen zu beschäftigen. Also ich hatte ja vorhin gesagt, wenn man sich mit etwas beschäftigt und nach Lösungen sucht, dann findet man häufig auch eine Lösung. Also und ich glaube, dass gerade diese eingesetzten Baustoffe, das, was ich zum Bauen verwende, dass das ist schon ganz eigentlich mit das größte Thema. Sich das anzuschauen und zu überlegen, wo kann ich da, ich sag mal, bessere Produkte wählen, wo kann ich auch vielleicht den Kunden dann überzeugen und sagen, Mensch, nimm doch ein anderes Material, das ist jetzt vielleicht gar nicht viel teurer, ein bisschen teurer, aber es ist einfach viel ökologischer, ja, und schadet der Umwelt weniger oder gar nicht oder wie auch immer, ja. Also solche Dinge, die sind schwierig. Solche Sachen für eine Baufirma, weil ja häufig die Architekten eigentlich die Materialien festlegen. Ja, aber das ist eigentlich das, wo die stärkste Belastung entsteht für die Umwelt bei den Materialien, die eingesetzt werden. Also muss ich da eigentlich anfangen, mich damit zu beschäftigen. Gerade haben Sie gesagt, dass auch Kunden entscheiden, was für Material das sein soll. Finden Sie, dass man Kunden mehr auf das Thema sensibilisieren sollte, also dass man die Kunden mehr da reinbringen sollte, dass man auch anders bauen kann? Weil wenn mir jetzt sagen würde, baue ein Haus, dann wäre mein erster Gedanke auch Beton und nicht Holz. Glauben Sie, dass man das vielleicht mehr der Öffentlichkeit beibringen müsste, so gesehen, dass es nicht nur Beton gibt als Möglichkeit, sondern auch ganz viele andere Dinge, Ja, die genauso gut sind. klar, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und wir merken das ganz klar, es gibt Kunden bei uns, die interessiert nur der Preis. Dann können wir eigentlich gleich sagen, da brauchen wir gar nicht anbieten, weil wir das nicht schaffen. Wir können mit dem, wie wir bauen, nicht die günstigsten sein. Es geht gar nicht. Und gleichzeitig gibt es aber Kunden, die sich damit beschäftigen. Und das ist völlig richtig. Also natürlich entscheidet der Kunde, aber das ist doch bei vielen Dingen so. Das ist auch bei den Lebensmitteln so. Ja, ich habe, ja, egal, ja, was ich esse oder von was ich mich ernähre oder auch da gibt es Bioprodukte oder nicht. Ja, auch da ist im Grunde ist es beim Bauen genauso. Diese Sensibilisierung, die fehlt schon etwas. Also da müsste man, klar, der Kunde entscheidet ja. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Wobei ich schon denke, dass es die nächsten Jahre wird es ganz stark auch in die Öffentlichkeit kommen, noch viel stärker. Also da bin ich ganz sicher. Also wir sprechen ganz viel mit unseren Kunden über das Thema graue Energie. Graue Energie, das nennt man diese Energie, die benötigt wird, um Gebäude zu erstellen. Das ist die graue Energie. Das ist die Energie, die schon verbraucht ist, bevor ich überhaupt jemand einzieht. Ne? Graue Energie. Und da stellen wir fest, es gibt Kunden, die kennen das Thema schon, die haben es gehört und für andere, für die ist das komplett neu, obwohl sie vielleicht schon jahrelang oder ganz lange da in dieser Branche sind und viele Häuser gebaut haben, haben das noch nie gehört. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für die ausführlichen Antworten. Und wir sind jetzt am Ende des Interviews angekommen. Und wir wollten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie uns diese interessanten Einblicke in das Thema Nachhaltigkeit bei Aktivhaus gegeben haben.